Ich habe keinen Sauerstoff. Ah! Oh wow, really? Und wo ist der Rest der Tanks? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Create Above and Beyond und heute wieder zurück auf meiner kleinen Singleplayer-Welt. Und wir nähern uns ja dem Ende der Serie, also habe ich mal ein klein bisschen Abschluss geschaffen zum Beispiel und habe jetzt mal das Dach endlich fertig. Hat ja auch lang genug gedauert. Hab nebenbei noch laufen lassen die Vieren jetzt. Die laufen so, glaube ich, nee, die laufen noch durch. Die Vieren waren besonders problematisch, weil da musste ich über 3000 von den Dreien herstellen, weil ich muss das 3 durch 3 rechnen und dann 3 minus 1, nee, 3 plus 1, damit ich auf die 4 komme. Das heißt also, da bremsen die Dreien gerade gewaltig aus, weil er wartet jetzt auf 2 Dreien für das, dann auf eine weitere 3 für das und dann für das. Das ist jetzt schon eine harte Bremse. Aber auch das haben wir bald im Griff. Und dann haben wir die 9, die 2, die 0, die 7 und dann die 4 und nähern uns damit schon dem letzten Schritt. Ich habe außerdem hinten nochmal jetzt die Single Lautes angeschmissen, weil jetzt wurden doch hier die Dinger leer auf der Seite. Da sind jetzt wieder welche drin. Oh, ging es wieder fest. Deswegen habe ich da nochmal ganz kurz einen Schwung Single Lautes angeworfen. Wir können nochmal ganz kurz noch ein paar mehr machen, ne? Ja, pass auf. Machen nochmal einen Schwung durch. Der Enderstopp geht uns auch langsam aus, deswegen habe ich auch da die Maschine wieder angeklemmt. Das sehen wir gleich. So, pass auf, erstmal den Spaß hier. Die wieder drauf. TNT. Und fertig. Ich habe die Maschine wieder angeworfen, damit die uns mal ein bisschen was von dem Enderstaub macht. Und nebenbei kriegen wir noch ein bisschen Bone Meal und Gunpowder mit. Das schadet ja in dem Fall nicht. Ansonsten, hier oben hat sich jetzt der Anisit Cobblestone erholt. Das heißt, das läuft jetzt wieder einmal frei. Und die Maschinen hier haben sich alle wieder aufgeholt. Sind wieder alle Früchte dabei. Ich habe jetzt da sogar das Eis ausschalten können hier. Weil wir haben jetzt hier noch 13.000 Eisdingens da. Das sollte erstmal für eine Weile reichen. Der hat hier, glaube ich, auch noch genug von dem. Ja, da sind genug da. Und die Jungs klemmen wieder. Nee. Nee, das läuft auch. Perfekt. Alles klar. Auch da haben wir wieder 11.000. Das heißt, da ist jetzt erstmal alles in Ordnung. Wir können auch dann den erstmal wieder ausschalten. Cool. Dann lassen wir hier jetzt den Sand noch auslaufen. Und wenn der durch ist, dann haben wir erstmal genug. Dann haben wir. Können wir erstmal ein bisschen Pause machen mit der Maschinerie hier. Die Kokskohle haben wir auch. Das ist so, da ist so viel Zeug da jetzt, ne? 13 Blöcke Kokskohle. Da können wir den ganzen Spaß hier hinten komplett ausschalten eigentlich. Eigentlich können wir den sofort ausschalten. Und dann können wir die Kokskohle unten rausnehmen. Dann sparen wir uns die gesamte Billy. Warum? Lass laufen, scheiß auf. Schad ja nicht. Judith. Ich habe jetzt ja schon das Fuel fertig und den Anzug fertig gemacht. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch der Gastank. Das war jetzt die nächste Aufgabe. Die Elektrolyse. Wir sollen Wasser umwandeln in Sauerstoff. Dazu brauchen wir das Gas Charge Pad und den Tank von Oxygen. Okay, das Sauerstoff, den Oxygen müssen wir auch manuell herstellen. Oxygen. Okay. Zinkplatten und Kupferplatten werden dann zu Oxygen und Hydrogen. Das Hydrogen könnten wir abfüllen. Und im Kompressendynamo umwandeln. Ein Bucket zu 100.000 RF. Okay. Okay. Das machen wir nochmal als extra Maschine. Außerhalb des. Machen wir das auch im Haus? Da muss ich wieder mehr Power drauf packen auf das Haus, ne?
Ich meine, es wäre sinnvoll, das hier zu machen. Wir müssen halt nur noch mal 8 oder 16 Windräder vorne mit dran pappen hier. An das Gerät dann. Oder aber wir machen es hier einfach mit hin. Gucken uns hier ein schönes Plätzchen raus und packen das hier mit hin. Ich glaube, da haben wir mehr davon, ne? Machen wir am besten hier drüben mit hin einfach. Genau. Hier drüben angeklemmt. Okay. Dann los. Lass uns das mal vorbereiten. Wir brauchen also erstmal einen Mixer wieder. Haben wir sogar noch. Dann brauchen wir einen Bazeng. Bazeng. Was haben wir nicht da? Okay, warte. Machen wir gleich. Zack. Ein Bassin. Dankeschön. Und wir brauchen nochmal einen Heater. Nee. Wie hieß das gleich wieder? Der Burner. Genau, wir brauchen den Burner. Wir haben keinen Blaze Burner mehr. Kann ich den Blaze Burner herstellen, kaufen oder muss ich den herstellen? Lass schauen. Blaze Burner Mystery Conversion. Ja, den müssen wir nochmal machen. Den können wir herstellen. Okay. Dann machen wir kurz einen Empty Blaze Burner, gehen kurz in den Nether. Und holen uns da mal einen Blaze ab. Da. Ja. Hi. Ups. Da haben wir glücklicherweise unseren Das war der. Oh, wie hieß denn jetzt wieder mit den Federn? Gott. Ich vergesse mal, wie der heißt zum Fliegen. Der hat so einen ganz komischen Namen. Nee. Gott, wie hieß das gleich wieder? Dieses komische Fluggedöns. Mann, ey. Das war von Rending Gale. Warum? Er hat sich das auch irgendwann lassen. Diesen Namen. Die Rending Gale war das. So. Lass uns also mal damit zum Dings fliegen. Zum war nicht hier immer der Durchgang zu. Hier, da ist der Blaze. Und hallo. Hi, grüßt euch. Habt ihr einen Blaze da? Ich bräuchte mal kurz einen. Na? Heute noch? Gleich. Da. Danke. Der Rest kommt weg. Na, spawnen noch, wollen noch einen killen gerade, weil es geht oder so? Weiß ich nicht. Die sterben jetzt doch relativ fix mit der neuen Waffe. Okay. Wird mir reichen. Ich wollte nur ganz kurz den Blaze Burner holen und damit zurück in unsere Welt. Ups. Hi. Plump. So. Okay. Dann stellen wir jetzt den Blaze Burner auf. Wo war denn hier das Loch? Falsche Richtung. Dann stellen wir jetzt den Blaze Burner auf. Hier hinten.
So, der Mixer kommt von so dran. Da müsste dann noch ein Zahnrad irgendwie. Okay, wir brauchen einen weiteren, eine weitere Gearbox. Ups. Beziehungsweise, wir können hier, warte mal. Wir können ja ganz einfach hier zwischen ein Zahnrad setzen. So. Ups. Und daran jetzt den Mixer. Schwupps, sehr gut. Darunter jetzt das Bossing. Okay. Und darunter den Heater. Ausgezeichnet. Schon fertig. So, jetzt braucht der zum Oxygen machen Wasser, ne? Genau, wer braucht ein bisschen Wasser und Zinkplatten sowie Kupfer-Sheets. Und dann muss das der Sauerstoff auch wieder raus. Es kommt, oh Gott. Ich habe 4 Inputs und 4 Outputs. Wie soll das denn bitte gehen? Ach, warte mal. Ach, die Kupferplatten bleiben drin. Ah! Ich muss noch Wasser reinleiten und jeweils eine Kupferplatte. Ah, okay, das kriegen wir hin. Also 3 Tanks einfach nur. Okay, dann los. Fluid-Tanks. 3 Stück. So, den einen machen wir jetzt voll mit Wasser schnell. Hatte ich nicht noch eine bessere Option, um da Wasser reinzuleiten irgendwo? Hier. Guck mal her. Gib du mal bitte kurz das Wasser zur Seite raus. Zack. Und du hast Input von der Seite. Zack. So. Da haben wir da 32.000 Eimer Wasser. So. Die gehen jetzt hier rein. In den Kollegen. Und nach links und rechts kommt dann raus das jeweilige Zeug. Oder ist ja im Grunde egal wo. So. So. Und so. Und so. Dann brauchen wir jetzt eine Zink- und eine Kupferplatte. Die werfen wir einfach so rein. Die bleiben einfach dann drin liegen und fertig. Genau. Dann das Wasser da rein. Why you know? Pump bitte das Wasser da in den... Warum pumpst du nicht? Ach so, das warum. Sehr gut. Steht wieder... Upsala. Den da wieder rein und den da wieder rein. Und unten drunter jetzt Holzkohle. Sehr gut. Okay. Okay, du darfst jetzt wieder mal rausziehen, den Spaß. Okay, damit dürfte jetzt nur noch die andere Flüssigkeit drin sein. Auto-Input von hinten. Das ist nicht hinten. Das ist nicht hinten. Zack, der kriegt jetzt den Sauerstoff rein.
Und der kriegt jetzt das Hydrogen rein. Okay. Und du darfst wieder aufgeben für Wasser. Okay, sehr gut. Und damit haben wir jetzt die Produktion von Sauerstoff. Okay. Jetzt brauche ich nur noch die Gasplatte und den Tank. Und dann kann ich da dann entsprechend meinen Anzug auffüllen mit Sauerstoff. Also los, wir brauchen das Gas-Charge-Pad. Oh, das ist super easy. Okay, überraschend easy. Zack. Und wir brauchen den Oxygen-Tank. Okay. Da geht es einfach nur in den... Okay. Ein Bucket in ein Bucket. Ein Bucket in ein Bucket. Okay, dann machen wir das. Einfach über einen Depot. Muss da jetzt das Zeug da direkt rein? Nee. Da geht die Luft dahin. Das heißt, wir können den jetzt da drauf stellen und den Sauerstoff von oben rausgeben. So. Output nach oben. Huch. Oh. Okay, das ist ein Problem, natürlich. Das wieder das Problem, hier wieder, ne? Na gut, okay. Anyway. Hier müssen wir wieder mit Filtern arbeiten, die wir nicht haben, vernünftig. Okay, brauchen wir mehr Holzkohle gerade. Okay. Ja, dann lassen wir die das fertig machen und dann holen wir uns dann da den Sauerstoff noch raus mit dem Depot, hatte ich genutzt. Das Depot kommt hier hin. Dann am besten in den Boden einlassen. Zack. Da dran kommt jetzt ein Hopper. Am besten dann von hier aus rein. Der Hopper drückt dort einmal rein. Und diese gehen dann einfach... Ja, die können wir einfach so wieder raus machen. Fertig, das passt ja. Wir brauchen nochmal die Sprouts. Noch eine da. Haben wir nicht. Machen wir schon eine, die kostet ja nichts. Achso, muss ich da machen. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal eine Kupfergeschichte. Und dann dazu einen Hopper. Okay. Craft mal schnell fertig. Wie sieht es hier aus? Noch 1080, okay. Auch da sind wir in den letzten Zügen, aber es braucht ein kleiner Mann. So, damit ist es baut. Die bekommt dann jetzt den Sauerstoff, boostet den Sauerstoff nach unten in einen Eimer. Reden wir jetzt mal nicht so drüber. So, Buckets brauche ich jetzt, und zwar viele Buckets, nehmen wir die 7 Stück, die ich habe. Hauen wir mal hier rein.
So. Okay. Und wenn ich jetzt den kurz zur Seite rausdrücke. Dann macht ihr uns jetzt die Sauerstofftanks. Okay. Und 4. Nice. Damit ist diese Quest ebenfalls erledigt. Okay. Muss ich jetzt nochmal extra mal drauf treten? Oxygen Chunks und dann wirst du schon mit dem Storage. Das heißt, wenn ich jetzt die hier anziehe, die Rüstung. So, habe jetzt hier die. Ich habe keinen Sauerstoff. Ah! Oh wow, really? Und wo ist der Rest der Tanks? Hallo? Hallo? Ich habe aktuell keinen Sauerstoff im System. Gibt es da eine Taste für? Options, Controls. Open Rocket UI Rocket. Nö. Noch kein extra Inventar dafür. Und offenbar sind die nicht in der Lage zu erkennen, dass es 4 waren. Okay. Good. Aber was wichtiger ist, wir können einfach mit den Eimern an das Ding gehen. Wir brauchen diesen Tüdelkram hier gar nicht. Ich kann es mit dem Anzug jetzt, ja, da draufstellen, okay? Dann saugt ihr den Sauerstoff jetzt da raus. Ich kann ihn wieder nach oben drücken. Okay, dann tankt er mich auf. Die Frage ist nur, wie kriege ich denn den... Okay. Also ich muss die Tanks so mitnehmen. Dann können wir das so lassen. Dann lassen wir das so. Oh, ich den ganzen Sauerstoff weg natürlich. Was nicht schlimm ist, wir müssen einfach nur ein bisschen Wasser holen und dann macht er wieder mehr Sauerstoff. Das kostet ja nichts. Ist gerade ein bisschen verwirrend alles. Aber nicht schlimm. So, da wieder Wasser geholt. Elektrolyse. Input. Danke. Für den holen wir mal Tank Upgrade, glaube ich, gleich. Für den anderen da. Shit. Warte mal, den aus. Den erstmal weg. Jetzt ein bisschen kurz was rauspumpen. Okay. Kurz werde ich arbeiten lassen und dann können wir hier mal ein Tank-Upgrade reinbauen, schnell. Und sogar hier den rein und das Tank-Augment. Dann haben wir da ein bisschen Platz für das Hydrogen. So, da kann ein bisschen was rein. Und jetzt können wir hier das Zeug rausziehen. Und den wieder pumpen. Okay.
Da packen wir nochmal einen Block Kokskohle ran und dann brennt dir da in Ruhe fertig. Das passt dann. Okay. Dann kriegen wir da jetzt genug Sauerstoff. Können den Sauerstoff dann einfach in Eimer packen und fertig. So. Dann haben wir jetzt hier. Genau, jetzt gehen wir da ran. Und holen uns da jeweils die Dinge raus. Packen die dann in das Gas-Charge-Bett. Das können wir dann woanders stehen. Das können wir im Haus stehen lassen zum Beispiel. Oder mitnehmen nach draußen oder ins Weltall oder was weiß ich wohin. Das tut ja dann im Grunde nichts zur Sache. Ja, da kann das so grauen. Da gehe ich dann mit dem Anzug drauf und habe dann den Sauerstoff drin. Alles klar, okay. Gut. Ist also auch die Sauerstoffversorgung schon mal soweit gesichert. Okay. Was haben wir noch? Das Launchpad Structure. Wir brauchen das Launchpad für die Rakete. Okay. Empty Schematic, okay. 4 Metaplastik, Diamantgear und ein ME-Controller. Machen wir kurz mal einen. ME-Controller, Dankeschön. So, Open Ponder Scene. Achso, zeigen wir dann erst, okay. Ich brauche dann noch einen Rocket für Launchpad, das wäre... Heavy Stone Bricks. Okay. Plus Metaplastik. Okay. Das ist kein Problem. So. Das sind wir fertig. Da der ME-Kern. Und dann den. Das Rocket Launchpad. Ne, den Guidance Computer, den bauen wir erst später. Die Assembly, genau, die Assembly brauchen wir jetzt. Ach, das muss auch hier im Nummer 9, E3x3 Grid, gecraftet werden. Okay, kein Problem. Dann eine Blue Schematic. Danke. Und zwei Diamanten-Gears. Okay. Dann los, lass uns mal bauen schnell. Das geht ja doch gerade alles relativ fix. So, der Weg, den da. Muss die Kappen runternehmen. Und dann den ME-Kern. Blöpp, dankeschön. Wir haben die Rocket Assembly Machine. Wir haben schon mal das Rocket Field Launchpad. Hier gibt es noch ein bisschen Sauerstoff, dankeschön. Und dann will er haben den Rocketry Launch Tower. Okay. Und das Scaffolding für. Und nochmal die Metabricks. Wieso macht er keine Metabricks mehr? Achso, weil der, genau, der muss ja erhitzt werden. Mit einem Blaze Cake. Und dann geht er einmal komplett hier durch. Sehr schön. Ein Traum. Scaffolding und Brick. So, damit haben wir die Geschichte fertig und können jetzt uns anschauen, wie es gebaut wird. Das Launchpad ist wie groß? 5x5, ne? Der Launch Tower und
Okay. Station. Rom brauchen die. Okay. Die das Ding befeuern wir ganz einfach nur über die Hydrogen-Geschichte. Der kann das Hydrogen verbrennen. Dann machen wir einen Dynamo fertig und das war's. Okay, das sieht schon mal soweit alles ganz gut aus. Sieht zumindest schon mal easy enough aus. Okay, ich packe den Scheiß jetzt mal wieder weg, aber trotzdem. Den holen wir dann raus, wenn wir ihn wirklich brauchen. Wir wissen zumindest schon mal, wie es geht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Okay. Wie sieht du aus hier? Crafting? Der macht dann den Rest noch fertig. Okay. Gut. Ja, dann würde ich doch sagen, soweit schon mal ein voller Erfolg. Und wir kommen der Sache näher. Wir brauchen jetzt noch das Spaceship und das Pipeless Loading. Genau, das ist für Fuel und so weiter. Fuel-Tanken und die Thruster brauchen wir dann ebenfalls unten. Das sind die Bauteile der Rakete. Und dann fehlt nur noch der Guidance-Computer hier. Also die Computational Matrix. Und der Guidance-Computer und dann haben wir's. Es läuft gerade alles überraschend gut. Passt schon wieder zu gut. Ich traue dem Frieden gerade nicht. So, noch ein bisschen Enderpowder hier. Geben wir dem nochmal. Ich habe einfach gut gebaut. Ich habe einfach die gesamte Automatisierung super gebaut. Deswegen läuft es so gut alles. Du machst jetzt den Spaß wieder. Die laufen hier weiter. Die hier sind ebenfalls. Jawohl. Da ist alles wieder schick. Wie sieht's hier aus? Ja, die können wir mal kurz einen Schwung durchlassen, wenn wir mal wollen. Zack. Dann haben die hier wieder was zu tun hier. 15. Und können dann wieder hier aufgefüllt werden. Fertig. Hol ich ein paar mehr. So. Na bitte, geht doch. Alles. Es ist alles so gut gerade. Es ist alles. Ha. Ich bin noch unsicher, ob das wirklich so gut ist oder nicht. Wie gesagt, das Hydrogen verbrennen wir dann gleich für die zum Feuern der Rakete. Das macht ja gut Saft, hoffe ich mal, mit dem Dynamo dann. Und dann sind wir soweit fertig. Ich wollte eigentlich noch die Zwischendecke reinsammeln, aber ich glaube, das klemme ich mir jetzt tatsächlich. Hier die Zwischendecke. Lassen wir ruhig offen, weil wir müssen hier sowieso immer wieder hoch. Und das sieht auch gar nicht so scheiße aus jetzt. Von daher, das können wir so lassen. Judith, das soll es dann für die Folge schon wieder gewesen sein. Ich mache nochmal jetzt die Zahlen weiter und hoffe, dass wir die bald fertig kriegen. Und dann nächste Folge Raketen und alles vorbereiten. Und wir nähern uns dem Ende dieser Serie, denke ich. Das heißt, es gibt auf dem Mond noch irgendwie ein super Kapitel, aber ich glaube es natürlich nicht. Anyway, das soll es für die Folge gewesen sein. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne mal subscriben. Oder links rechts auf Twitch, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.